Hallo und herzlich willkommen zu Grizzlies Online-Liga-Tagebuch. Zweiter Versuch, denn der erste ist gescheitert, weil ich, ja, irgendwas falsch gemacht habe, aber egal. Ich probiere es jetzt mal wie Jan, dessen Let's Play ich auch gerade ansehe. Vielleicht bekommen wir es hin, dass der Grizzly 5 Daumen nach oben bekommt. Und gut, was hat sich getan? Ich habe keine Kosten und Mühen gespart, um das Team etwas auf Vordermann zu bringen. Ich habe sehr viel Geld in den Transfermarkt geworfen und habe für mich hoffentlich die richtigen Spieler gefunden. Vielleicht nicht die besten, aber hoffentlich die richtigen Spieler, die mein Team passen, die mein Team wieder etwas nach oben bringen, sodass ich nicht mehr in Panik geraten muss. Und zwar haben wir hier drei Spieler im Alter von 26 bis 28 Jahren geholt. Von 500.000 Euro bis 700.000 Euro, also fast 1,9 Millionen Euro sind hier von meinem Konto ab weggeflossen. Und ich habe speziell auf etwas Routinees gesetzt, weil ich eben Soforthilfe brauche und nicht eben einen Spieler aufbauen muss. Aber auch mit 26, 27 und 28 ist man doch hoffentlich im besten Fußballalter. Man kann eben noch wahrscheinlich 7, 8 Jahre spielen bis 35, 36. Man ist aber auch nicht mehr unbedingt der Jüngste mit 19, 20, 21. Also wie gesagt, für mich eigentlich das beste Fußballalter. Und ich hoffe doch, dass diese drei Burschen mir weiterhelfen werden. Denn ich habe eines gesagt. Ich habe jetzt dem Team vor eine Saison Zeit gegeben und ich bin fast mit dem Team abgestiegen und jetzt da eben versuche ich mit diesem Transfer das Team etwas zu pushen. Aber schauen wir doch gleich mal selbst nach, wie es mir gegangen ist in den ersten Runden dieser neuen Saison 6. Und zwar Runde 1, FC Omega Machtrank, ein glattes 5 zu 0. Was mich total aber auch selber überrascht hat, denn wenn man sich die Statistiken anschaut, im direkten Vergleich habe ich gegen Omega Machtrank in der Vorsaison ganz klar mit 1 zu 3 und 3 zu 0 überhaupt keine Chance gehabt und immer den Kürzeren gezogen. Deswegen war dieses 5 zu 0 doch irgendwie schon balsam auf der Seele des SK Grizzly. Gehen wir zum nächsten Spiel. Die Karlsdorfer Bären gegen den SK Grizzly ein 0 zu 1, was doch irgendwie ein schmeichelhaftes Ergebnis ist, denn der SK Grizzly hat in der Grizzly-Viertelstunde in der 77. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Hier waren wahrscheinlich die Auswärtsfans so lautstark, dass der Schiri gar nicht anders konnte. Von der Statistik her wäre hier wahrscheinlich ein Unentschieden gerechter gewesen, aber ich bedanke mich dann doch für diese drei Punkte, die was vielleicht für mich dann am Ende der Saison ausschlaggebend sein können. Denn wenn wir die nächsten zwei Spiele ansehen, sieht man auch hier, dass ich eigentlich diese drei Punkte von den Karlsdorfer Bären bitter gebraucht habe. Denn genau diese Spiele, so wie es eben hier gegen die Karlsdorfer Bären waren, habe ich eben in der letzten Saison verloren. Und dieses Mal habe ich eben so ein Spiel endlich einmal für mich entscheiden können. United Elite ist doch ein Absteiger der zweiten Online-Liga und auch der einzige Absteiger meiner dritten Online-Liga. Hier habe ich durch ein Tor in der ersten Spielminute für den Gegner auch mit 1 zu 0 hier verloren. Dies war das einzigste Tor und weil ich eben schon hier vor die Karlsdorfer Bären angesprochen habe und die ausgeglichene Statistik. Und genau das meine ich. Wenn man sich jetzt diese Statistik ansieht, ist sie ebenfalls ausgeglichen und hier habe ich eben mit 1 zu 0 verloren. Und vorher habe ich eben mit 1 zu 0 gewonnen. Man könnte hier von ausgleichender Gerechtigkeit reden. Davon können sich aber die Karlsdorfer Bären nichts kaufen. Und, hoppala. Und im nächsten Spiel hat der SK Grizzly auswärts gegen SG Fortuna Linz 1 zu 1 gespielt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja. Und was ist daran so besonders? Das Besondere ist daran, dass SG Fortuna Linz bis jetzt nur einen einzigen Punkt gemacht hat und dreimal dürfte es raten gegen wem. Genau. Also sind es für mich schon einmal wiederum zwei verlorene Punkte eigentlich. Obwohl auch hier die Statistik ja ziemlich ausgeglichen war, vielleicht bis auf die Torschüsse. Aber Ballbesitz habe ich mehr, gewonnene Zweikämpfe hat der Gegner mehr und ich habe sogar eine gelb-rote Karte kassiert und habe 35 Minuten lang mit einem Mann weniger gespielt. Dieser Mann hat mir dann natürlich auch im nächsten Spiel gefehlt, weil er ja dann ein Spiel gesperrt war. Aber der SK Grizzly konnte sich gegen den Tabellenführer
dieser Zeit Atletico Bromilho mit 2:1 durchsetzen und konnte ein 0:1 in einen Sieg drehen. Auch hier war es doch eine sehr ausgeglichene Statistik, vielleicht nicht von den Torchancen und den Torschüssen her, war es dann vielleicht dann doch wiederum eher ein verdienter Sieg für den SK Grizzly. Aber auch wenn wir sich hier die Torschützen anschauen, hat hier getroffen Harald Wassermann, der neue OM. Gehen wir mal zu den anderen Spielen zurück. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Irgendwas wollte ich noch herzeigen. Genau, Omega Machtrank. Hier hat getroffen Mirko Jacobi, der neue DM. Also auch er konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Und in der zweiten Runde konnte Suchard das Tor durch den Elfmeter, wie schon erwähnt, schießen. Also zwei neue Spieler, die was schon jeweils einmal getroffen haben, einmal als DM und einmal als OM. Dies hatte nun folgende Auswirkungen auf die Tabelle. Der SK Grizzly zurzeit Zweiter mit 10 Punkten, aber alles noch knapp zusammen. Was vielleicht auch ins Auge sticht, die Karlsdorfer Bären, wie ich schon bei den Kommentaren geschrieben habe, haben vielleicht diese Niederlage von mir gebraucht, um dann so richtig in Fahrt zu kommen. Sie haben seitdem auch nicht mehr verloren und wirklich in der Tabelle Boden gut gemacht und stehen nun punktegleich mit dem SK Grizzly weit oben in der Tabelle. Soweit einmal dazu. Auch eine kleine Info. Ich habe auch an der Umfrage oder diesem Feedback von der OFA teilgenommen und habe meinen Senf dazugegeben. Was ich genau gesagt habe, sage ich euch jetzt nicht, aber ich kann euch nur raten, macht mit, schreibt vielleicht auch eure Wünsche, Beschwerden hin. Vielleicht wird doch das eine oder andere erhört, dass der Spaß hier nicht zu kurz kommt. Und das ist doch schließlich auch das Wichtigste bei diesem Game. So weit, so gut. Also dann, ich verabschiede mich, schauen wir mal, was die nächste Folge bringt, wo ich dann stehen werde. Bleibt am Ball, macht's gut, tschüss und baba, euer Grizzly.